2, das Spiel um Platz 5, Franz Mehring gegen das Schulzentrum Könnern. 3-0 habe ich. Es geht darum, die Stadtwerke Cup, Energy M Cup, der Grundschulen aus Bernburg und Umgebung. Es sind 8 Grundschulen da dabei, die heute hier den Sieger ermitteln, der dann im Finale am 14. Juni in Naumburg dabei sein wird und die Stadtwerke für den Energy M Cup vertritt. Und aufgrund des Wetters, sag ich mal, haben sich alle toll geschlagen, gut ab. Die sind mit viel Eifer und Spaß da dabei bei der Sache. Sie zeigen ja anständige Spiele, sind faire Spiele und alle sind bisher gesund geblieben. Und es sieht so aus, die Grundschule aus Nienburg steht mittlerweile im Finale. Und soweit ich jetzt mitgekriegt habe, auch die Schule aus vom Diesterweg hier in Bamberg. Sehr spannend. Wir haben 2 starke Teams im Finale und auch 2 gleich starke Teams, die im Spiel um Platz 3 teilnehmen werden. Ich denke, es wird noch spannend bis zum Schluss. Alle Spiele laufen fair, Kinder sind sehr vernünftig und sogar die Erwachsenen sind dies Jahr vernünftig. Das war vor 2-3 Jahren noch ein bisschen anders. Ich glaube, die größte Schwierigkeit heute, dass keiner einen Hitzestich kriegt. Weder die Spieler noch die Schiris. Ja, wir haben 8 teilnehmende Schulen. Zum einen die Diesterweg Grundschule aus Bernburg, die Franz Mehring aus Bernburg, die Regenbogen Grundschule aus Bernburg und die Evangelische Grundschule aus Bernburg. Und dann noch aus dem Umland die Grundschule aus Nienburg, aus Besen-Laublingen, aus Wahlberge und das Schulzentrum Könnern. Finalspiel gefallen in der ersten Halbzeit. Für Nienburg steht es nun 1-0. Das Finale bleibt weiterhin spannend. Diesterweg kann ausgleichen. Hier steht es 1-1. Es bleibt spannend bis zum Schluss. Nienburg schafft es und geht wieder in Führung. 2-1 im Finalkampf. Diesterweg gegen Nienburg. Die letzte Spielminute läuft. Die Partie endet mit einem glücklichen Sieger. Sieger ist die Grundschule Nienburg in einem packenden, spannenden Finale gegen die Diesterweg Grundschule. Mit einem 3-1. Die Kinder
am Leben, am Sport, am Spiel teilhaben zu lassen. Und wir haben es gesehen, es war toll, einfach wunderbar. Hamburg, wir kommen! Hamburg, wir kommen! Für den ersten Platz, zweiter, am 12. und der dritte. Schöne Preise, wir haben hier ein paar Bälle. Erster Platz, zweiter Platz, dritter Platz. Wir sind erster Platz. Ich habe die coolen Bälle. Was ist hier? Ich reiche mich bei euch bei diesem Wetter gut ab. Dankeschön. Ja, fehlt eigentlich das, was wir selber uns vornehmen, Kinder und Jugendliche zu fördern, dass wir hier einen sportlichen Wettkampf macht, dass ihr in eurer Freizeit euren Sport ausübt und nicht nur, ich sag's mir ganz salopp, am Handy und am Computer hängt. Es ist toll, euch hier zu sehen und wie gesagt, es hat tolle Spaß gemacht. Und ich sage mal, Herr Brand, wir kommen jetzt hier zur Siegerehrung, gell? Genau. Da wollen wir mal loslegen mit der Siegerehrung. Aber bevor wir die Mannschaften ehren, möchte ich gerne die Schiedsrichter noch mal nach vorn bitten. Ein ganz herzliches Dankeschön. Ihr habt ja nun in eurer hellen Kleidung den tollsten Job der Welt gemacht heute. Super, Dankeschön. Danke an euch. Vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch. Willkommen zu Platz 7 am heutigen Tage, die Grundschule Besen-Laublingen. Herzlichen Glückwunsch. Bitte schön. Bitte schön. Wir kommen nun zu Platz 6. Zentrum Könnern. Herzlichen Glückwunsch. Platz 3. Das ist also die erste Positionierung auf dem Treppchen, auch wenn wir kein Tier haben. Wir bitten nach vorne die Grundschule Wahlberge. Herzlichen Glückwunsch zu Platz 3. Vielen herzlichen Glückwunsch. Bitte schön. Bitte durchtreten. Bitte schön. Und ganz, ganz ruhig eintreten, noch ganz kurz. Es gibt noch zwei Platzierungen und dann habt ihr es schon gesagt. Wer hat im letzten Spiel bei uns das Tor geschossen? Jungs, lass ihn das vielleicht das Tor geschossen. Hart umkämpftes Finale, die haben sich auch wirklich gut und wacker geschlagen auf Platz 2, die Grundschule Diesterweg. Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt ganz knapp verloren. Ich hab alles gesehen, ihr habt sehr, sehr gut gespielt. Dafür mein aller herzlichen Glückwunsch. Und dieser Pokal geht in Diesterweg. Und die Urkunde mit. Ach, gut. Du hast noch einen Ball. Bitte schön. Ja, den Sieger und damit auch den Finalteilnehmer für das Endfinale in Naumburg am 14.06. nimmt teil die Grundschule Nienburg. Herzlichen Glückwunsch. Erster Platz. Viel Spaß. In Naumburg. Ja, danke. 3, 2, 1.